Meine Damen und Herren, wir haben gestern begonnen, über die Kräfte auf Ströme, sprich auf bewegte Ladungsträger in Magnetfeldern, darüber zu sprechen. Und haben zunächst einige Versuche gezeigt mit Stromleitern, also Strom durchflossen an elektrischen Leitern, die sich in magnetischen Feldern befinden, und man kann da ganz deutliche Kraftwirkungen sehen. Und das Ergebnis, das wir bisher aus diesen Beobachtungen gewonnen hatten, ist, dass die Kraft auf eine bewegte Ladung in einem magnetischen Feld gegeben ist als Q mal V Kreuz B. Also die Ladung, die sich da bewegt, multipliziert mit Geschwindigkeit und magnetischer Flussdichte. Sodass die Kraftwirkung also sowohl senkrecht auf die Stromrichtung bzw. Geschwindigkeit steht, als auch senkrecht auf die Feldrichtung. Ein interessantes Phänomen. Das haben wir bis jetzt in einer gewissen Weise indirekt gezeigt, als wir ja nicht wirklich die Ladungsträger gesehen haben, sondern einfach stromdurchflossene Leiter betrachtet haben und davon ausgegangen sind, dass eben da drinnen sich die Elektronen bewegen, oder auch einen Elektrolyten hatten wir betrachtet, wo sich dann geladene Ionen bewegen und daraus dann das geschlossen. Wir haben aber für Sie auch noch ein Experiment, das wir jetzt an den Anfang der heutigen Vorlesung stellen wollen, wo wir tatsächlich wesentlich direkter die Bewegung von einzelnen Ladungsträgern in einem Gas zeigen werden. Natürlich sieht man die Elektronen in diesem Gas nicht unmittelbar, dafür sind sie ja viel zu klein. Aber auf ihrem Weg durch das verdünnte Gas, meines Wissens ist da ein Edelgas in dem Behälter, regen sie die Gasmoleküle an und die durch Stoß, und die fallen dann immer gleich wieder anschließend in ihren Grundzustand zurück unter Emission von Photonen, und diese Photonen sieht man als eine Lichterscheinung, so dass man also eine Lichtspur von diesen geladenen Teilchen betrachten kann. Und wir haben das ein Experiment für Sie bereit, das wir als das Fadenstrahlrohr bezeichnen. Und in diesem Fadenstrahlrohr, das jetzt schon schön zugedeckt ist, damit man möglichst optimale Beobachtungsbedingungen hat, aber dann, wenn der Versuch vorbei ist, nehmen wir das auseinander, sodass Sie es auch dann noch wirklich konkret sehen können. Und ein bisschen sieht man es auch schon da hier in der Fernsehkamera, ein kugelförmiger Glasbehälter, indem sich, die Frage, wie man es besser sieht, jetzt ist es heller, aber dafür auch mehr überstreut, ein kugelförmiger Glasbehälter, in dem sich an einer Stelle eine Elektronenkanone befindet. Wie das im Einzelnen funktioniert, möchte ich nicht so genau erklären, aber da gibt es also eine Glühwendel, wo Elektronen emittiert werden, und dann gibt es da drinnen eine Beschleunigungsspannung, wo die Elektronen auf eine gewisse Energie beschleunigt werden, und dann tritt hier ein Elektronenstrahl aus, geradlinig nach oben. Die Gravitationswirkung ist völlig vernachlässigbar, wegen der Kleinheit der Elektronenmasse, wie groß die ist, werden wir in weiterer Folge heute dann noch kurz besprechen können, sodass man also eine geradlinige Spur dieses Elektronenstrahls sehen werden können. Und dann werden wir auf diesen Glasballon ein magnetisches Feld wirken lassen, indem wir so konzentrisch vorne und hinten Spulen anbringen. Magnetspulen,
die dann ein magnetisches Feld bewirken, einigermaßen homogen, das diesen Glasballon durchsetzt. Wir haben ja gestern schon über das Feld von Magnetspulen gesprochen, deswegen war das wichtig, dass wir hier noch voraus erklären, wie man also so einigermaßen homogene Magnetfelder durch Spulen erzielen kann, sodass wir dann eine magnetische Flussdichte haben, die da in die Tafel hinein zeigt. Nun haben wir einerseits hier einen Geschwindigkeitsvektor, der da so nach oben weist. Dann haben wir einen magnetischen Flussdichtevektor, der in die Tafel hinein zeigt. Und dementsprechend ergibt sich dann ein Kraftvektor, der senkrecht auf beide zeigt. Über die genaue Orientierung möchte ich mich jetzt gar nicht auslassen. Da muss man auch noch berücksichtigen, dass die Ladung des Elektrons negativ ist und die konkrete Richtungsorientierung der magnetischen Flussdichte hängt wieder davon ab, in welchem Umlaufsinn hier der Strom durch die Spulen fließt. Das wurde alles richtig so eingerichtet, wie wir es brauchen. Nämlich, wenn also da der B-Vektor, der so hineinschaut, B und V wird sich senkrecht dazu der Kraftvektor F ergeben. Und das bedeutet, dass dieser Elektronenstrahl abgelenkt wird. Und Sie werden sich jetzt im ersten Moment denken, oder sagen wir so, andersherum, was denken Sie, auf welcher Kurve sich dann dieses Elektron bewegen wird oder diese Elektronen, wenn da so nach links weg so eine Kraft wirkt? Was für eine Kurve wird man beobachten wahrscheinlich? Bitte? Sie sagen spiralförmig. Parabel höre ich. Parabel, das käme dadurch, dass also da eine konstante Kraft ist, so wie die Schwerkraft, und da fällt sozusagen das Teilchen in dieser konstanten Kraft. Wie kommen Sie auf Spiralbahn? Naja, wenn man es abgelenkt wird, dann wird es zum Beispiel nach innen sein und dann wieder mit der gleichen Kraft wird es wieder aufgelenkt, das heißt, es wird mehr werden. Also der Punkt ist sehr gerechtfertigt. Wenn das Teilchen abgelenkt wird, dann ändert es ja seine Geschwindigkeitsrichtung einmal auf jeden Fall. Und wenn es die Richtung der Geschwindigkeit ändert, wenn es ein Stück da so herübergelaufen ist und jetzt ist die Geschwindigkeit so, das ist jetzt hier die Geschwindigkeit, das B zeigt da ebenfalls so in die Tafel, dann wird die Kraft so gerichtet sein. Na, wenn man also stets eine Kraft hat, die senkrecht auf die Geschwindigkeit steht, dann wird diese Kraft zu einer Änderung der Bahngeschwindigkeit, sprich des Geschwindigkeitsbetrages, führen oder nicht. Wenn die Kraft senkrecht auf die Geschwindigkeitsrichtung steht und keine Komponente in Geschwindigkeitsrichtung vorhanden ist, wird die Geschwindigkeit betragsmäßig sich ändern, größer oder kleiner werden oder konstant bleiben? Nur konstant. Weil diese Kraft ja nie eine Komponente in Geschwindigkeitsrechnung, wenn das so ist, wie ich es da hergeschrieben habe, ne, dann ist die Kraft ja immer senkrecht auf die Geschwindigkeit. Also daher wird der Geschwindigkeitsbetrag konstant bleiben. Und die Kraft wird immer senkrecht zur Geschwindigkeit zeigen, da nach innen. Na, was wird denn das für eine Bahnkurve dann werden? Eine Kreisbahn. Weil bei einer Kreisbahn ist es ja so, das haben wir ja ganz am Anfang der Mechanik schon besprochen, nicht? Zentripetalbeschleunigung, wenn Sie sich erinnern. Wenn sich ein Körper auf einer Kreisbahn bewegt, dann ergibt sich eine konstante, also dem Betrag nach konstante, nach innen gerichtete Beschleunigung,
die Zentripetalbeschleunigung. Und wenn man das natürlich entsprechend erklären möchte durch eine Kraft, dann ist immer Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, ist also eben die Wirkung der Zentripetalkraft. Eine konstante zum Zentrum der Bahnkurve gerichtete Kraft, die den Körper eben gerade auf einer Kreisbahn hält. Und so kann man davon ausgehen, es wird sich dieses Elektron auf einer Kreisbahn bewegen. Na, wenn ich jetzt einen größeren Strom durch diese Spulen durchschicke, dann wird das magnetische Feld größer. Wenn B größer wird, und das V ist ja gegeben durch diese Beschleunigungsspannung, und da unten, das lassen wir jetzt einmal, dann wird aber die Kraft auch größer werden. Wenn die Kraft größer wird bei konstantem Geschwindigkeitsbetrag, was wird denn dann mit dieser Kreisbahn passieren, Ihrer Schätzung nach? Größere Kraft. Richtig, sie wird sich stärker krümmen, weil sie ja stärker durch diese querwirkende Kraft abgelenkt wird, dieser Elektronenstrahl. Und dann kriegen Sie also zum Beispiel bei entsprechend größerer Kraft hier eine Bahnkurve, die etwa so ausschaut. Und man kann also erwarten, dass die Elektronen, die da aus dieser Kanone herauskommen, sich auf einer Kreisbahn bewegen. Und jetzt kann man noch was machen. Ich sage Ihnen das jetzt alles nur, solange es Licht ist. Weil nachher wird es kohlrabenschwarz da herin. Da können wir uns zwar akustisch noch verständigen, aber ich kann Ihnen nichts mehr aufzeichnen und nichts mehr sagen. Das heißt, es ist gut, wenn man in dem Fall schon irgendwie ein bisschen weiß, worauf man schauen soll. Ich habe vorher überlegt, soll man das zuerst zeigen und nachher reden wir drüber, aber jetzt können Sie ja viel bewusster sich die Phänomene anschauen. Man kann jetzt noch etwas sich überlegen. Wie gesagt, wir haben senkrecht zur Tafel das magnetische Feld. Und der Strahl ist wieder in der Tafelebene. Damit ist die Strahlrichtung auch senkrecht zur Feldrichtung. Und dementsprechend bleibt diese Bahn auf einem geschlossenen Kreis, weil die Kraft da gerade so schön nur nach links zeigt und es gibt keine Geschwindigkeitskomponente in die Tafel hinein. Was man aber kann, ist, man kann den ganzen Glasballon mitsamt dieser Elektronenkanone ein wenig kippen. Und dadurch erreicht man dann, dass es eine, wenn auch nur kleine, aber doch Komponente der Geschwindigkeit in Richtung senkt. Recht zur Tafel und damit parallel zu B gibt, weil B geht ja in die Tafel hinein. Eine solche Geschwindigkeitskomponente parallel zu B erzeugt keine Kraft, weil zwei parallele Vektoren ein vektorielles Produkt gleich Null ergeben. Das heißt, eine solche Komponente der Geschwindigkeit parallel zum B-Feld und damit senkrecht auf die Tafelebene, die bleibt unverändert erhalten, weil in der Richtung wirkt keine Kraft. Das heißt, dieses Teilchen wird dann nicht auf einer Kreisbahn sich bewegen, sondern wenn ich das leicht verkippe und sie eine gewisse Komponente in die Tafel hinein haben, eine Geschwindigkeitskomponente, die immer konstant bleibt, was für eine Bahnkurve erwarten wir dann? Kommt jetzt näher zu dem, was Sie gesagt haben. Eine? Also keine Spiralbahn, weil die wird immer kleiner und kleiner oder immer größer und größer, sondern eine Schraubenbahn. Eine Spirale und eine Schraube ist wohl voneinander zu unterscheiden. Eine Spirale ist eine Kurve in einer Ebene, während eine Schraube ist eine dreidimensionale Kurve.
Na, jeder weiß, was eine Schraube ist. Nicht die, nur wenn man die Schraube zusammendrückt, dann wird das eine Spirale draus. Aber in dem Fall hier hat man dann, wenn man so von vorn drauf schaut, wieder nur, würde man nur den Kreis sehen, aber durch dieses Verkippen kriegt das Ganze dann die Form einer Schraubenbahn. Und wir werden sehen, was von dem allen wir jetzt experimentell beobachten können. Natürlich sind die Leuchterscheinungen nicht sonderlich stark. Dementsprechend müssen wir alle sonstigen störenden Lichtquellen abdunkeln. Und wir werden sehen, was also uns der Herr Litschauer jetzt vorführen kann. Wenn ich Sie bitten darf. Soll man das Fensterrad zu machen? Wenn ich Sie bitten dürfte, die halt dort in der Nähe sind, alle Türen, alle Fenster, alles zu, es muss wirklich schwarz werden da herin. Also als erstes müssen wir einmal einen Elektronenstrahl zu Gesicht bekommen. Einen geradlinigen, nach oben gerichteten. Naja, diese Heizwendel, die ich Ihnen da angedeutet habe, die muss erst heiß werden. Aber er beginnt schon sichtbar zu werden. Wird er noch stärker oder bleibt er so? Ah, er bleibt also so. Okay, aber tut es nicht zu viel, sonst hat die Augen so geblendet, dass man dann wieder nicht sieht. Na gut, also Sie sehen jetzt einen schwachen, aber doch einen nach oben gerichteten Lichtstrahl. Das ist aber in Wirklichkeit ein Strahl von Elektronen, die auf ihrem Weg eine Leuchtspur hinterlassen. Nun, jetzt wollen wir heute dann, nicht, Herr Litschauer, das Magnetfeld zuschalten. Und da sehen Sie also jetzt, dass der Strahl sich krümmt. Es geht jetzt in die andere Richtung, also was ich Ihnen an der Tafel gezeichnet habe. Aber er tritt dann auch wieder aus dem Glasballon. Wenn Sie aber das Magnetfeld größer machen, geht das noch? Ja, sehen Sie? Ah, na, das wird ja jetzt wirklich gut. Da haben wir jetzt eine geschlossene Kreisbahn. Super! Nun bringen wir auch noch eine Schraubenbahn zustande. Jetzt ist es etwas gekippt. Wenn wir jetzt wieder mit der Spannung rauf, also mit dem Strom durch die Spule hinaufgehen. Geht's nicht weiter? Na, irgendwie mag er jetzt nicht. Vielleicht die, na bitte! Und jetzt ein bisschen noch kippen, sehen Sie, dann haben wir hier die Schraube. Das geht also nach hinten, so muss man sich das vorstellen, eben ins in die dritte Dimension hinein und damit haben Sie eine Schraubenbahn. Und vielleicht können Sie noch zum Schluss mit einem Permanentmagneten in die Nähe kommen. Da sehen Sie jetzt, dass es eine ziemlich intensive Verformung dieser Bahn gibt, durch die Anwesenheit weiterer zusätzlicher magnetischer Felder. Da sieht man sehr schön jetzt die Schraube. Okay, vielen Dank, Herr Litschauer. So, Achtung, Augen zu. Und jetzt vielleicht können wir das Ding auch sichtbar machen, so dass man es also auch wirklich beobachten kann. Sieht man, soll man es vielleicht sogar stickeln? Macht ja nichts, nicht? Tun wir es sofort. Okay, ja, genau. Und die, die da vorne in der Nähe sind, können sie es direkt anschauen. Die anderen schauen sie es über das Bild an. Man sieht also her, diese, da haben wir zwei so Spulen. Wir nennen das Helmholzspulen. Es zeigt sich,
dass in dieser Geometrie, wo der Abstand gleich dem Radius dieser Spulen ist, man ein besonders gut homogenes Magnetfeld erreicht, in dem sich dieser Glaszylinder befindet. Und da drinnen ist also da diese Elektronenkanone und die erzeugt dann eben diesen Elektronenstrahl. Die kann man dann eben etwas verdrehen, mitsamt dem ganzen Glasballon, und damit entweder, wie vorher erwähnt, eine genau senkrecht nach oben gehende Bewegung oder eine leicht gekippte Bewegung erreichen. Und damit erzielen Sie also da jetzt eine Kreisbahn, und das ist also ein sehr überzeugender Hinweis darauf, dass das wirklich die richtige Beziehung ist. Dass also die Kraft wirklich mit V Kreuz B geht. Sie muss immer senkrecht auf die Geschwindigkeit stehen und hat keine Komponente in Richtung des magnetischen Feldes. Ja, überzeugt Sie das einigermaßen? Was ich noch dazu erwähnen möchte ist, wenn man also jetzt da hier diesen Ballon etwas kippt und da gibt es eine Komponente in Richtung des Feldes, dann habe ich also gesagt, die bleibt erhalten. Und es schraubt sich damit dieses Elektron auf seiner Bahn entlang der magnetischen Feldlinien. Und so etwas ist von Bedeutung bei der Erklärung der Polarlichter. Ein Kollege, weiß nicht, ob er heute da ist, hat schon erwähnt gehabt, dass das wohl irgendetwas mit Polarlichtern zu tun haben könnte. Da haben wir aber noch nicht über die Lorentzkraft gesprochen, jetzt sind wir dort. Und da ist es also so, wenn man sich da die Erde anschaut, und da gibt es also das erdmagnetische Feld, die Erde ist im Wesentlichen auch ein Dipol, und da sind also so die magnetischen Feldlinien. Und wenn da geladene Teilchen aus dem Weltraum, insbesondere von der Sonne, zur Erde kommen, dann werden die beispielsweise, wenn die da so kommen, sich da so einfangen und dann so um diese Feldlinien herum spiralen und dann letzten Endes hier in die Erdatmosphäre eintreten. Und wenn es da gerade Winter ist und da dunkel ist, dann macht es da so merkwürdige Leuchterscheinungen. Schön sowas, ich habe mir das einmal anschauen können, weil ich einmal in Finnland längere Zeit zu tun hatte, auch im Winter, und da habe ich eigens einen Flug zur nördlichsten Stadt, die man so ohne weiteres in Finnland erreichen kann, Ivalo gemacht, und da war ich also schon wirklich recht überrascht. Schon allein davon, wie finster es dort im Winter ist. Nicht? Da, so um 10:30 wird es ein bisschen dämmerig. Um 12 Uhr Mittag ist der Dämmer ein bisschen besser. Und um 13:30 ist schon wieder stockfinstere Nacht. Also wie die Leute das aushalten, ist wirklich unglaublich. Nicht? Aber die Nordlichter sind also wirklich erstaunlich. Da habe ich dann einmal gedacht, wie ich herumgehe. Im Moment, da kann doch hier oben keine Industrie sein, weil das hat ausgeschaut wie eine große Rauchfahne von einem riesigen Industrieschlot. Dabei war das schon ein Nordlicht, das sich da oben, das hat dann so ein bisschen zu flimmern begonnen, wird zum Teil auch etwas färbig. Also ein tolles Phänomen. Und das kommt also dadurch, genauso wie wir das hier besprochen haben, dass die Ladungsträger im Wesentlichen auf einer Kreisbahn um die magnetischen Feldlinien, also um die Richtung des magnetischen Flussdichtevektors gehalten werden, aber eine Komponente, die dann da noch in Richtung der magnetischen Feldlinien ist, bleibt erhalten. Und so spiral, also schraubt sich das da entlang, bis es letztlich da in die Erdatmosphäre eintritt. Deswegen treten diese Polarlichter eben hauptsächlich eben, sie heißen eben so, in den polaren Gegenden auf. Aber natürlich, wenn dann da Sommer ist und da Winter, gibt es da unten natürlich auch. Da ist also der Südpol nicht bevorzugt gegenüber dem Nordpol. Aber dort leben noch weniger Leute. Also das, daher sieht man das nicht so häufig. Also das ist der Effekt der Polarlichter, der auch auf diese Lorentzkraft zurückzuführen ist. Und letzten Endes, also um das jetzt wirklich dann
so abzuschließen, dass wir es gut verstehen, schreibe ich also diesen vollen Ausdruck für die Lorentzkraft noch einmal auf. Es ergibt sich also, diese Kraft ist gleich die Ladung der bewegten Ladungsträger mal E, falls auch ein elektrisches Feld vorhanden sein sollte. Davon haben wir ja jetzt nicht geredet, wir haben hier ja nur magnetische Felder. Aber man könnte ja noch einen Kondensator zusätzlich hinstellen, dann gibt es auch ein elektrisches Feld und die stören sich ja nicht gegenseitig, nur dann kommt also eine elektrische Kraft Q mal E dazu plus V Kreuz B. Da ist sofort erkennbar, wie die Vektoren da eben zu interpretieren sind. F ist natürlich ein polarer Vektor, auch wenn man eine Spiegelungstransformation auf ein Linkskoordinatensystem durchführen würde wollen, muss der Kraftvektor bleiben, was er ist, sonst würde ja die physikalische Realität verändert. Q natürlich ebenso. Daher muss dann auch E ein polarer Vektor sein. Der elektrische Feldstärkevektor ist ein richtiger Vektor in dem Sinn, dass er nicht umklappt, wenn man spiegelt. Aber auch die Geschwindigkeit, nur wenn die da so unterwegs sind, dann sind die so unterwegs. Die kehren nicht auf einmal um, diese Elektronen, wenn man eine Spiegelungstransformation der Koordinaten hernimmt. Aber dann muss das B ein solcher Pseudo- oder Axialvektor sein, weil ja eben das Vektorprodukt diese merkwürdige Eigenschaft hat, dass V, B und V Kreuz B so aufeinander folgen wie die drei Basisvektoren. Und wenn man da von einem Links- auf ein Rechtssystem oder umgekehrt übergeht und V ist ein ordentlicher Vektor, und das V Kreuz B als Kraft muss dann auch ein ordentlicher Vektor sein, ein polarer, dann muss das B ein Axialvektor sein, was uns ja auch bereits im Zusammenhang mit dem Biot-Savart'schen Gesetz aufgefallen ist. Das passt alles zusammen. Und damit kommen dann auch wirklich wieder die richtigen Verhältnisse heraus und F ist ein polarer Vektor, so wie es sein muss. Verstehen Sie, was ich damit sagen möchte? Also E ist ein polarer Vektor, B ist ein Axial- oder Pseudovektor. Jetzt schreibe ich diese Gleichung so hin und Sie werden direkt enttäuscht sein, da sind keine Epsilon-Null, keine Mü-Null drin, keine irgendwelchen Faktoren oder so. Wieso eigentlich? Geht es überhaupt? Stimmt es überhaupt? Ob das so stimmt, kann man sehr leicht überprüfen, wenn man die Dimensionen anschaut. Und das sollten vielleicht wir in diesem Zusammenhang machen. Beim Coulomb-Gesetz zum Beispiel stimmen die nicht so ohne weiteres, wenn man da keinen Faktor Epsilon 0 dabei hat, weil da kommt so eine vertrackte Dimension für die Ladung Meter mal Wurzel aus Newton heraus oder sowas, das ist ja nichts. Eine Dimension Wurzel aus Newton. Also deswegen führt man da dann auch einen solchen Faktor ein mitsamt Dimension, sodass dann die Ladung sinnvollerweise halt eine neue Einheit, das Coulomb oder Ampere Sekunde hat. Und jetzt muss man schauen, passt da hier alles? Wir haben ja jetzt schon etliche Dimensionen, die wir da verwenden können. Also schauen wir einmal an, die Dimension der Kraft, das ist natürlich Newton und das können wir mit elektrischen Einheiten so schreiben, das ist Volt Ampere, das ist Watt, Sekunden ist Joule, pro Meter ist Newton, bei Newton Meter ist Joule und Joule pro Sekunde ist Watt. Und Volt mal Ampere ist Watt wegen des Joule'schen Gesetzes. U mal I ist gleich eine Leistung. Also damit haben wir einmal die Dimension da herüben. Na dann haben wir die Dimension von Q, von der Ladung. Nur das ist einfach
Ampere-Sekunden. Coulomb ist Ampere-Sekunden, Ampere ist Coulomb pro Sekunde. Ja? Dann haben wir das elektrische Feld, E. Können Sie sich noch an die Einheit des elektrischen Feldstärke erinnern? Weiß das noch jemand? Volt pro Meter, ganz richtig. Das ist auch so eine Geschichte mit dem Plattenkondensator. U ist gleich E mal D, daher ist E gleich U durch D Volt pro Meter. Na, dann haben wir als nächstes da drinnen die, machen wir gleich das B. Das hat die Einheit Tesla und dieses Tesla war Voltsekunden pro Quadratmeter. Gar nicht so lange her, das haben wir erst vor 2-3 Stunden oder sowas, haben wir das besprochen aufgrund dieser grundlegenden Beziehungen für die magnetische Flussdichte. Voltsekunden durch Quadratmeter und das V, die Geschwindigkeit, na das weiß jeder, das ist Meter pro Sekunde. Damit haben wir alles. Und jetzt sollten links und rechts die Dimensionen zusammenpassen. Na, schauen wir mal auch, wie das mit Q mal E ist. Q mal E hat die Dimension Ampere-Sekunde mal Volt pro Meter. Das sollte eine Kraft sein. Na gut, das wissen wir schon seit der Elektrostatik, aber jetzt schauen wir noch, ob es wirklich passt. Ampere Sekunde Volt pro Meter. Ampere Sekunde Volt pro Meter ist wirklich eine Kraft. Das passt. Aber auf was wir jetzt wirklich neugierig sind, wie schaut es mit dem V mal B aus? Die Dimension von V Kreuz B. Was haben wir denn da? Na, V ist Meter pro Sekunde und das B ist Voltsekunden pro Quadratmeter. Ja, aber Q mal. So wie wir da Q mal E haben, haben wir da Q mal V Kreuz B. Das geht ja rein in die Klammer. Also, V ist Meter pro Sekunde, B ist Voltsekunden durch Quadratmeter und Q ist Ampere-Sekunden. Schauen wir noch. Da geht ein Meter weg, da. Dann haben wir da eine Sekunde, die da weggeht. Und was bleibt über? Volt. Ampere Sekunde durch Meter. Volt Ampere Sekunde durch Meter. Es passt. Damit stimmen die Dimensionen bereits, wie sie sind. Alles passt zusammen. Und wir brauchen da nichts weiter an Konstanten oder sonstigen Dingen hineinnehmen. Diese Feldkonstanten Epsilon 0 und μ 0, die finden sich nur in den Maxwell-Gleichungen, aber nicht in der Lorentzkraft. Das ist auch ein Grund, warum man die Größen E und B so wählt. In älteren Darstellungen wird öfters statt der magnetischen Flussdichte hier die magnetische Feldstärke H eingesetzt. Wenn man die einsetzt, dann handelt man sich in dieser Gleichung da drinnen einen Faktor μ0 ein. Und da ist halt die Frage, warum hat diese Gleichung ausgerechnet ein μ0 und kein ε0 drinnen? Und das ist eine gewisse Unsymmetrie, die man durch die Wahl der Feldvektoren E und B vermeidet. Also das ist die Art und Weise, wie die Elektrodynamik halt möglichst übersichtlich und klar dargestellt wird. Okay. Eine Bemerkung, was ich jetzt nicht speziell durchrechnen möchte, aber aus Beobachtung
der Kreisbahn. Im Elektronenstrahlrohr. Wenn man das quantitativ macht, den Radius dieser Kreisbahn bestimmt, die Geschwindigkeit und damit die Energie der Elektronen kennt, die Ladung eines Elektrons man sowieso kennt, weil die elektrische Elementarladung kennt man schon aus den Millikan-Ehrenhaft-Versuchen. Und die Größe des magnetischen Feldes, der magnetischen Flussdichte aus dem Strom durch diese Spulenwindungen auch quantitativ bestimmt, kann man mit mechanischen Rechnungen der Zentripetalkraft bei bekannten mechanischen Größen, Kraft, Geschwindigkeit und so weiter, letzten Endes die Größe E durch M bestimmen. Wobei E also die elektrische Elementarladung, die Ladung eines Elektrons ist und M die Masse eines Elektrons. Und E, wie gesagt, kennt man aus Millikan-Versuchen und damit ergibt diese Beobachtung im Elektronen- oder Fadenstrahlrohr eine Möglichkeit der Bestimmung von M. Daraus ergibt sich M, also schreiben wir ME, die Masse eines Elektrons, zur Größenordnung 9,11 mal 10 der minus 31. Kilogramm. Und damit ein 1836 der Protonenmasse. Doch deutlich geringere Masse als die Masse eines Protons. Also eine derart einfache Anordnung erlaubt es bereits, die Masse eines Elektrons, wenn man das also im Einzelnen alles quantitativ durchmisst, die Masse eines Elektrons zu bestimmen. Das hat man also schon relativ frühzeitig gemacht und das ist also alles dann, zeigt alles, dass diese Dinge sehr erfolgreich sind. Nur dazu ist zu sagen, dass das so funktioniert hat, ist ein Glücksfall. Und das hat man ursprünglich, wie man das gemacht hat, gar nicht gewusst, was man für ein Glück gehabt hat. Weil nämlich, wären die Elektronengeschwindigkeiten bei diesen Versuchen so hoch, dass sie in den Bereich der Lichtgeschwindigkeit kommen würden, dann hätte man mit relativistischen Effekten zu rechnen, dann gäbe es eine relativistische Massenvergrößerung und Zeitdilatation und dann müssten die Rechnungen komplizierter verlaufen. Dann würde dieser Wert nicht stimmen. Aber es zeigt sich glücklicherweise, dass man für den Fall eines derartigen Experimentes die Bedingungen so wählen kann, dass sie klassisch bleiben. Das heißt, das V ist sehr klein gegen die Lichtgeschwindigkeit C0. Sonst kann man das dann so einfach, wie ich das ja angedeutet habe, nicht durchrechnen. Aber die Rechnung verläuft verhältnismäßig trivial. Nur aus Zeitgründen möchte ich das hier nicht durchführen. Man kann da im Wesentlichen von der kinetischen Energie eines Elektrons ausgehen, dann die Zentripetalkraft mv² durch r ausrechnen, lauter so einfache Gleichungen aus der elementaren Punktmechanik und daraus kriegt man dann den Radius der Kreisbahn heraus und den kann man messen und daraus ergibt sich das E durch M zu einem Wert, sodass man dann bei bekanntem E das ME eben berechnen kann. Also eine sehr elegante Sache. Ist gut. Aber jetzt wollen wir zu etwas sehr Praktischem übergehen. Jetzt, wo wir also wissen,
wie man die Kräfte auf Ladungen und Ströme in elektromagnetischen Feldern ausrechnen können, wollen wir das insbesondere machen für die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem homogenen Magnetfeld. In homogenem Magnetfeld. Da müssen wir natürlich jetzt einmal uns wieder klar machen, was wir da überhaupt betrachten. Schauen wir also so einen Leiter an, der hat eine gewisse Querschnittsfläche und ist vielleicht irgendwie so gekrümmt. So schaut der Leiter aus. Hat eine Querschnittsfläche A, das ist seine Querschnittsfläche, und es wird in diesem Leiter einerseits da hier ein Leiterelement DL-Pfeil vorhanden sein. Aus lauter solchen Leiterelementen setzt sich dann der ganze Leiter praktisch zusammen. Und es wird auch an jeder Stelle eine Driftgeschwindigkeit, also eine mittlere Geschwindigkeit Vd der Leitungselektronen vorhanden sein. Nur die zählt. Dass die außerdem noch da thermisch herumzittern, das gleicht sich ja alles aus. Was eigentlich nur dann wesentlich ist für die Kraftwirkung, ist die Drift- oder Diffusionsgeschwindigkeit dieser Leitungselektronen. Sie erinnern sich ja, das haben wir ganz am Anfang bei den Strömen abgeschätzt, so bei typischen Verhältnissen nur wenige Millimeter pro Sekunde. Aber dafür sind es große Ladungen, die da unterwegs sind. Und deswegen kann man also doch damit was sehen. Und Sie sehen also, dass das DL-Pfeil und das VD-Pfeil stets da über den Bereich eines solchen zylindrischen dünnen Leiters parallel zueinander sind. Naja, schreiben wir auf, was wir da also alles haben. A ist also die Leiterquerschnittsfläche. Dann schreiben wir als nächstes auf Q die Ladung eines Ladungsträgers. Dann haben wir als nächstes da noch wieder die Anzahldichte der Ladungsträger. N, die Anzahl der Ladungsträger pro Volumenseinheit. Und dann Vd eben die Driftgeschwindigkeit. Die Driftgeschwindigkeit. Na und jetzt versuchen wir heute, die Kraftwirkung auszurechnen. Naja, das ist nicht so schwer. Die Kraft auf so ein Leiterstück DL rechnen wir aus. Das ist also so ein Stück da, nicht? Und da gibt es also viele solche Stücke und aus denen setzt sich dann der ganze Leiter zusammen. Das kann man sich ja vorstellen. Es ist immer wieder dieselbe Art und Weise, wie wir da vorgehen. Naja, da verwenden wir schlicht und einfach eben diesen Ausdruck aus der Lorentzkraft, wobei wir hier davon ausgehen, es ist hier kein elektrisches Feld, aufgrund dessen da eine Wirkung, eine Kraftwirkung auf den Leiter passiert, sondern nur das Magnetfeld. Ein homogenes Magnetfeld B-Pfeil. Daher brauchen wir auch nur den zweiten Teil da betrachten, das ist 0. Also kriegen wir heraus F-Pfeil. Und zwar schon mal DF-Pfeil, weil es ja nur auf ein Leiterstück DL hier ist. Da muss man dann, wenn man einen endlichen Leiter hat,
über den ganzen Leiter dann summieren bzw. integrieren. Also das DF-File, das ist dann Q mal V Kreuz B. Also Q mal dieses VD-Pfeil, diese Driftgeschwindigkeit, Kreuz B, das ist einmal für einen einzelnen Ladungsträger mit Ladung Q und Driftgeschwindigkeit VD in dem Feld. Jetzt ist aber in dem Leiterstück DL, sind ja da viele Ladungsträger drinnen. Na, wie kommt man da drauf? Na, da schreiben wir einmal die Ladungsträgerdichte hin, Anzahl der Ladungsträger pro Volumenseinheit und multiplizieren mit dem Volumen dieses Leiterstückes. Und dieses Volumen des Leiterstückes, das ist natürlich Leiterquerschnittsfläche mal Länge dieses Leiterstückes. Leiterquerschnittsfläche mal Länge, das ist ja dieses DL da hier. Haben Sie das verstanden? Also da haben wir einmal nur die Kraft auf einen Ladungsträger mal die Anzahl der Ladungsträger in diesem Leiterstück mit Länge DL ergibt dann die Kraft DF-Pfeil auf dieses Leiterstück, auf das Leiterstück DL. Das können wir jetzt umformen. Was man gleich aus dieser Darstellung sieht, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist, dass die L-Pfeil und VD-Pfeil immer parallel zueinander sind. Daher kann man schreiben, statt VD-Pfeil mal DL, kann man auch schreiben VD mal DL-Pfeil. Betragsmäßig und richtungsmäßig stimmen diese beiden Ausdrücke überein. VD-Pfeil mal der Länge DL als Skalar oder VD-Skalar mal der Vektor DL-Pfeil. Beide haben den gleichen Betrag und beide haben eine Richtung in Richtung des Leiters, weil DL-Pfeil und VD-Pfeil ja parallel zueinander sind. Sie fragen, wann was unklar ist? Schaut Ihnen das verständlich aus? Eine kleine Umformung, die wir da jetzt machen. Denn jetzt können wir das umschreiben. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es jetzt einmal da genau gleich anordnen müssen, damit man das gut sehen kann. Da schreiben wir mal her N mal Q. Das haben wir da, das haben wir da. Dann schreiben wir als nächstes mal VD. Weil statt VD-Pfeil mal DL, werden wir VD mal DL-Pfeil schreiben. Und das VD haben wir jetzt einmal da herausgenommen. Man muss dann das DL-Pfeil in das vektorielle Produkt hineinsetzen. Dann kommt das A. Das ist ja auch ein Skalar. Und jetzt bleiben nur mehr, die sind alle weg, DL-Pfeil jetzt und B-Pfeil. Also mal DL-Pfeil Kreuz B-Pfeil. Das muss ja wieder vektoriell zusammengehören, damit wir die gleiche vektorielle Darstellung wieder erhalten. Und jetzt schauen wir einmal nach, was wir hier haben. Was ist denn N mal Q? Was glauben Sie, was ist das? Die Ladungsträgerdichte, Anzahl pro Volumenseinheit mal der Ladung eines Ladungsträgers. Na, das ist die Ladung pro Volumenseinheit. Anzahl der Ladungsträger pro Volumenseinheit mal Ladung eines Ladungsträgers. Ist die Ladungsdichte, Ladung pro Volumenseinheit. Also das ist die Ladungsdichte rot. Als nächstes haben wir dann, die schreibe ich da noch daneben. Das braucht man zu viel Platz. Ladungsdichte rot. Dann nehmen wir das zusammen. Rho mal VD.
Das ist die Stromdichte. Rho mal V ist J, das haben wir bei den Strömen besprochen. J ist gleich Rho V. Das ist die Stromdichte J, betragsmäßig. Naja, und J mal der Querschnittsfläche. Stromdichte ist ja Strom pro Querschnittsflächeneinheit. Wenn man das jetzt mit der Querschnittsfläche A multipliziert, was kommt heraus? Die Stromstärke I. Da steht also die Stromstärke I. Und damit kommen wir auf das Ergebnis, dass dieses DF-Pfeil geschrieben werden kann als, schauen Sie, was da steht, I mal DL Kreuz B. Eine sehr einfache Beziehung für die Kraft auf ein Leiterstück DL-Pfeil eines Stromleiters, der vom Strom I durchflossen wird und der sich in einem homogenen Magnetfeld B befindet. So einfach geht es. Einfach nur in zwei Zeilen hier zusammengeordnet und aufgeschrieben. Ein direktes Ergebnis aus diesem Ausdruck für die Lorentzkraft. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt können wir das verwenden, um endlich einmal was Quantitatives für diese magnetischen Felder auszurechnen. Um jetzt endlich was zu kriegen, was ähnlich konkret ist, wie wir es bei den elektrostatischen Situationen gehabt haben, bei der Wechselwirkung zweier Punktladungen. Das Coulombsche Gesetz. Wie groß die Kräfte sind. Na, Punktpole haben wir ja schon weitlich besprochen, die haben wir nicht. Aber wir können jetzt die Kraftwirkung berechnen. Die Kraftwirkung berechnen zwischen parallelen dünnen Leitern. Und noch ein paar Idealisierungen. Unendlich lang, Strom durchflossen und was einem da vielleicht noch alles einfällt. Wie geht das? Na, wenn man zwei so Leiter betrachtet, den einen und den anderen, dann kann man einmal bei dem einen davon ausgehen, es geht natürlich dann auch umgekehrt, dass sich der gemäß Oersted mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt. Das bedeutet aber, dass sich der andere Leiter, also wenn da ein Strom I ist, I1 und da ein Strom I2, dass sich der Strom I2 da im Feld, das hätte ich jetzt besser so gezeichnet, im Feld B-Pfeil vom ersten Leiter herrührend befindet. Der geht so in die Tafel hinein, dieser Vektor. Und der Strom ist so gerichtet und senkrecht zur Stromrichtung, senkrecht zur Feldrichtung, also je nach Orientierung, entweder nach innen oder nach außen, wird die Kraftwirkung auf diesen zweiten Leiter sein, aufgrund des Magnetfeldes, das vom ersten herrührt. Und wenn Sie die Rollen tauschen, dann können Sie auch sagen, der umgibt sich mit einem Feld, in dem ist dann das, und da ist dann die zweite Wechselwirkungskraft, und die sind laut Newton 3 wieder entgegengesetzt gleich groß, und das passt alles. Also es genügt nur diesen einen Aspekt zu berücksichtigen. Na, und da sagen wir einmal D, das ist die Distanz, der Abstand zwischen den Leitern. Wir betrachten eine bestimmte Länge L2, des zweiten Leiters, nur die Kraft auf diese Länge wollen wir betrachten,
Weil wenn der unendlich lang ist, wird da die Kraft unendlich groß. Also das kann man ja so nicht machen. Das haben wir auch bei den Kondensatoren so gemacht. Unendlich große Platten, aber dann haben sie doch eine Fläche A gehabt. Weil was wollen sie damit rechnen? Nur groß genug gegen den Abstand und so, sodass man also möglichst idealisiert rechnen kann. Die Ströme sind also I1 und I2. Die können entweder gleichgerichtet oder antiparallel sein. Und das ist also die Länge L2. Und damit haben wir eigentlich schon alles. Und können Sie uns einmal das B1 ausrechnen, betragsmäßig. Das ist das Magnetfeld herrührend vom Leiter 1 an der Stelle des Leiters 2. Also im Abstand D vom Leiter 2. Na, das ist daher μ0 durch 2 Pi mal I1 durch D. Entsprechend dieser einfachen Formel, die Ihnen längst schon bekannt sein wird. Mit der hat ja die ganze Magnetisierungsgeschichte begonnen. Nicht? Und dann aber die Kraft auf den Leiter 2. Kraft auf Leiter 2. Aufgrund dessen, da verwenden wir jetzt diese Formel. Nachdem der Leiter aber geradlinig ist, ist das Aufsummieren ganz einfach. Der ändert ja nicht seine Richtung. Wir können einfach sagen, die Kraft F-Pfeil ist I mal L-Pfeil, die ganze Länge Kreuz B-Pfeil, wenn man da aufsummiert. Und die Länge, das ist diese Länge L2. Und wir wollen die Kraft jetzt ebenso wie diesen Flussdichtevektor betragsmäßig betrachten. Also Betrag von B1-Pfeil und Betrag von F2-Pfeil. Die Kraft auf den Leiter 2, und zwar die Strecke L2 von diesem Leiter, kriegen wir jetzt aufgrund dieser Formel als I2, der Strom durch diesen Leiter, mal L mal B. Das L ist das L2 und das B ist das B1. Weil das ist ja das Feld, das vom ersten Leiter herkommt. Na, das brauchen wir jetzt nur einsetzen. Das ist total einfach. Na, I2 bleibt einfach stehen. Aber das B1 müssen wir aber gleich einsetzen. Setzen wir also den Betrag von B1 Pfeil da hier ein. Das ist also μ0 durch 2 Pi mal I1 durch D. Und dann haben wir nochmal, das ist das B1, mal I2 mal L2. Und hier steht schon noch einmal F2-Pfeil, das einfache und bekannte Ampere'sche Kraftgesetz. Man muss es Kraftgesetz nennen, um es vom allgemeinen Ampere'schen Gesetz zu unterscheiden, das wir ja schon viel fundamentaler früher besprochen haben. Das ist das Ampere'sche Kraftgesetz. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, man kann die Kraftwirkung zwischen zwei parallelen, geradlinigen, stromdurchflossenen Leitern sehr leicht ausrechnen. Der eine, der Leiter 1, ist der, der uns das Feld liefert und der Leiter 2 befindet sich in diesem Feld, hat eine Länge L2 und wird vom Strom I2 durchflossen und so ist das Ergebnis. Da haben Sie wieder so ein μ0 durch 2 Pi, was aus der allgemeinen Beziehung herrührt. Und dann das Produkt der Ströme mal der Länge dieses Leiterabschnittes L2 durch die Distanz. Und wieder, nicht 1 durch D Quadrat, sondern 1 durch D, weil das ja wieder eine zylindersymmetrische Anordnung ist. Sehen Sie, wie da überall die Geometrie hineinspuckt bei dem Ganzen. Wenn man die Geometrie gut durchschaut, weiß man schon viel vorher, bevor man es überhaupt ausrechnet. Und wenn da ein D² unten stehen würde, weiß man gleich, da hat man sie irgendwo verrechnet. So kann das nicht sein.
Naja, und da haben wir ein Experiment, mit dem man dieses Verhalten, dass also da jetzt je nach Richtung der Ströme entweder eine Kraft F2 nach innen oder nach außen wirkt, dass man das auch zeigen kann. Man sollte das eigentlich zu Weihnachten zeigen, weil das ein Lametta-Versuch ist. Aber also Lametta-Schnüre, die drin sind sie, ja. Ja, na, schauen Sie, ich kenne mich gar nicht aus. Diese Kraftwirkung bitte ich jetzt den Herrn Litschauer, uns auch anschaulich experimentell vorzuführen. Die beiden parallelen Leiter sind nicht unendlich lang, nicht unendlich dünn, aber genügend für unsere qualitative Beobachtung. Warten Sie, ich bin da schuldig, geht aus dem Weg. Jetzt habe ich wieder die... Okay, da ist er wieder. So, also, machen Sie jetzt gleichsinnig oder gegensinnig? Na, probieren wir mal. Gegensinnig. Sie stoßen einander ab. Und gleichsinnig? Sie ziehen einander an. Also man kann das sehr deutlich sehen, wie die Leiter hier, je nachdem, wie die Stromrichtung ist, sich entweder anziehen oder abstoßen. Vielen Dank. Jetzt müssen Sie uns natürlich glauben, dass der Herr Litschauer das so mit gegensinnig und gleichsinnig so geschaltet hat, aber er ist ein sehr vertrauenswürdiger Kollege. Also er macht das schon so, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und natürlich kann man damit jetzt, so wie das hier gezeigt ist, nichts Quantitatives machen, aber mit entsprechendem experimentellem Aufwand kann man diese Kraftwirkung laut dem Amperschen Kraftgesetz sehr genau durchmessen. Das ist übrigens das magnetische Analogon jetzt zum Coulomb-Gesetz. Das ist das Beste, was man kann in der Magnetik, also in der Magnetostatik. Weil Punktpole hat man keine, aber die Wechselwirkung zwischen Strömen kann man sich anschauen. Ist Ihnen das verständlich und übersichtlich, diese Argumentation mit dem Amperschen Kraftgesetz? Dann möchte ich jetzt daran noch schnell anschließen, dass man dieses Ampersche Kraftgesetz jetzt verwendet. Und jetzt sind wir dort, was ich Ihnen seit der Elektrostatik am Anfang versprochen habe. Die Einheiten zu definieren. Man definiert damit die Einheit der Stromstärke. Ganz einfach. Sie brauchen sich ja nur überlegen, in dem Gesetz, was für eine Kraft wird wirken, wenn in beiden Leitern ein Strom von 1 Ampere fließt. Das Einzige, was man wissen muss, um das konkret auszurechnen, da ist das μ0. Das hatten wir schon definitorisch festgesetzt. Das μ0 ist 4π mal 10 der minus 7 Voltsekunden durch Ampere Meter. Wenn man sich das alles durchrechnet, passt das wieder entsprechend zusammen. Und wenn wir also jetzt uns das zahlenwertmäßig anschauen, falls das I1 gleich dem I2 gleich 1 Ampere ist, die Einheit der Stromstärke, wenn L2 gleich D gleich 1 Meter ist, also man betrachtet zwei parallele Stromleiter im Abstand von 1 Meter und man betrachtet 1 Meter eines Leiters, um daraus dann die draufwirkende Kraft anzuschauen. Wie groß wird dann die Kraftwirkung sein? Dann ist der Betrag dieser Kraft, und zwar auf den zweiten Leiter eben, naja, was? 4π mal 10 der minus 7, das ist das μ0, 4π
mal 10 der minus 7 durch 2 Pi mal 1 mal 1 mal 1 durch 1. Fertig. Da geht 4 Pi gegen 2 Pi weg und es bleibt über einen Faktor 2. 2 mal 10 der minus 7 Newton. Wenn also in den beiden Leitern je die Stromstärkeeinheit von einem Ampere durchfließt, dann wird, wenn die Leiter einen Abstand von einem Meter haben, auf einen Meter des einen der beiden Leiter eine Kraft von 2 mal 10 der minus 7 Newton wirken. Damit kann man rein durch mechanische Kraftmessung die elektrische Stromstärkeeinheit definieren. Und so macht man es auch bis heute. Das ist die internationale Ampere-Definition. Und mit dieser Definition ergibt sich umgekehrt dann der Wert wieder von dem μ0, das ist miteinander gleichbedeutend. Aus dieser Definition für das μ0 ergibt sich der Wert, wenn man den definitorisch festsetzt, ist das konsistent mit dem μ0. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt sind wir mit der Elektrostatik und der Magnetostatik fertig. Und wir wenden uns jetzt zeitabhängigen Situationen zu. Das nächste große Kapitel ist 4. Zeitabhängige Felder. Und da wollen wir als erstes einmal zeitabhängige Magnetfelder betrachten. Und damit Sie für morgen schon entsprechend ein wenig gespannt sind, was auf Sie zukommt, werden wir diese Zeitabhängigkeit und was sich daraus für Effekte ergeben, gleich an zwei Experimenten vorführen, die zeigen, dass bei zeitabhängigen Magnetfeldern neuartige Phänomene auftreten. Was wir hier einmal bei diesen zeitabhängigen Feldern generell annehmen, ist, dass die Zeitabhängigkeiten verhältnismäßig langsam sind. Das bedeutet, dass die typischen Änderungszeiten für die Vorgänge, die wir betrachten, lang sind im Verhältnis zu den Ausbreitungszeiten der elektromagnetischen Wellen, so dass man praktisch immer einheitliche Bedingungen hat. Endliche Verzögerungen durch die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und elektromagnetischer Felder können wir vernachlässigen. Die sind blitzartig ausgebreitet im Verhältnis zu diesen schneckenhaft langsamen Veränderungen, die wir hier betrachten. Aber schneckenhaft langsam ist auch 100 Mal pro Sekunde. Also das ist immer noch einmal schnell genug, wenn man über Wechselstrom reden möchte. Erst wenn es dann um Megahertz oder Gigahertz geht, dann wird es schnell genug, dass man diese Ausbreitungszeiten nicht mehr vernachlässigen kann. Das wollen wir vorläufig aber noch tun. Naja, und jetzt haben wir da für Sie zwei Experimente vorbereitet, also meine Kollegen, der Herr Litschau und der Herr Dankl, wo man da zeigen kann, dass aufgrund von zeitabhängigen Magnetfeldern was ganz Neues passiert. Wir haben hier einen Versuch, wo wir eine Spule betrachten. Und durch diese Spule lassen wir einen Permanentmagneten durchfliegen. Der fällt da durch die Spule durch und wir messen hier mit einem Oszilloskop, was hier an dieser Spule passiert.
Zunächst einmal würden Sie sich denken, was soll schon groß passieren? Es ist einfach nur ein Magnet, der fällt halt durch eine Spule durch. Da ist keinerlei Stromquelle vorhanden. Kein Netzgerät oder irgendetwas. Nur ein Permanentmagnet, der sich durch diese Spule hindurch bewegt. Und wir werden das mit zwei Geschwindigkeiten machen. Machen wir vielleicht zuerst die langsamere Geschwindigkeit und dann die schnelle, indem wir unterschiedlich hoch fallen lassen. Diese Fallstrecken sind 1 zu 4. Bei der vierfachen Fallstrecke haben Sie die doppelte Geschwindigkeit wegen der kinetischen Energie. Mv² halbe, das entspricht ja da der Änderung der potenziellen Energie, wenn das runterfällt. Wenn die Geschwindigkeit doppelt so groß wird, muss die Energie vervierfacht werden. Also jetzt machen wir mal die einfache Geschwindigkeit, dann die doppelte Geschwindigkeit. Und wir werden schauen, was wir beobachten können. Kein doppelter Boden, nichts weiter. Diese Spulen sind nur einfach hier direkt mit den Kabeln an das Oszilloskop angeschlossen. Ebenfalls hier. Nicht, dass Sie glauben, da ist unten so geschwindelt, nicht? Das ist ein kleines Netzgerät oder sowas, das da einen Impuls ist nicht. Also schauen wir uns das an. Und Sie sehen, da entsteht ein Signal. Ganz was Wichtiges. Unglaublich. Aus nichts. Sie bewegen nur den Magneten da durch. Also wie das mein Physiklehrer bei uns in der Schule uns erstmal gezeigt hat, ich war baff. Das ist wirklich unglaublich. Und genauso war der Faraday natürlich baff, wie er das so Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals gesehen hat. Sie sehen also, während da dieser Magnet da durchläuft, kommt ja zunächst, steigt das magnetische Feld, wenn er eintritt, und wenn er durchfällt, sinkt es wieder. Und im ersten Moment beim Ansteigen des Feldes geht halt da das Signal nach unten und beim Abfallen nach oben und nachher beruhigt sich's wieder. Nach oben geht es höher, weil ja in der Zwischenzeit es schon wieder schneller gefallen ist, während es durch die Spule durchfällt. Jedenfalls sehen Sie hier beim Ansteigen und beim Abfallen des Feldes jeweils eine Spannung an dieser Spule. Wir nennen das eine induzierte Spannung. Und jetzt schauen wir uns dasselbe an, wenn der Magnet, eben derselbe Magnet, doppelt so schnell da durchfliegt. Und was sieht man? Sie sehen hier wieder, zunächst beim Feldanstieg geht es runter, beim Feldabfall geht es rauf, nachher beruhigt sich's wieder. Aber es ist schmäler, weil es ja schneller vor sich geht. Das macht tack und ist durch. Während das war ja da viel langsamer. Es ist also halb so breit wie hier, weil es ja auch doppelt so schnell durchgegangen ist bei der doppelten Geschwindigkeit. Aber Sie sehen, die Signale sind dafür doppelt so hoch. Also man kann davon ausgehen, die Höhe des Signals, das man hier erhält, wird proportional sein zur Änderungsgeschwindigkeit dieses Magnetfeldes. Je schneller es sich ändert, desto höher werden die Signale. Und wenn Sie sich diese beiden Signale anschauen, sehen Sie daraus folgend was ganz Einfaches. Wenn Sie die zum Beispiel unter diesem Signal betrachten. Das Signal ist halb so hoch, aber doppelt so breit. Dieselbe Fläche wie hier. Da ist das Signal eben doppelt so hoch wie da, aber dafür halb so breit, weil ja der Magnet doppelt so schnell hindurchgeflogen ist. Die Fläche unter dieser Spannungskurve bleibt die gleiche. Wenn der Vorgang schneller ist, wird die Spannung höher, aber dafür ist die ganze Sache auch schneller vorbei. Verstehen Sie, was ich meine? Und jetzt sollte man meinen, das Ganze liegt nur daran, dass sich hier das Magnetfeld beim Durchtreten dieses Permanentmagneten durch die Spule ändert.
Aber es zeigt sich, und das kann man sich hier anschauen, Sie haben mehr Übung, machen Sie das wieder bitte. Wenn man diesen Permanentmagneten betrachtet, den kennen Sie schon, der Wummer-Hufeisenmagnet, also ein relativ starkes Magnetfeld gibt es da, aber ein konstantes Magnetfeld. Wenn man da jetzt eine Leiterschleife betrachtet hier und die in dieses Magnetfeld hineinbringt und man zieht die straff und wieder auseinander, dann sehen Sie, es wird sich, obwohl das Feld konstant bleibt, trotzdem ein Effekt ergeben. Bitte, Herr Litschauer. Das sehen Sie an diesem Voltmeter da. Also wenn man da zuerst eine größere Schleife, die dann flach zieht und dann wieder größer macht, ändert sich laufend in der einen oder anderen Richtung die Spannung in dieser Stromschleife. Sehr schön sieht man das da. Vielen Dank. Also es kommt nicht primär darauf an, dass sich das Feld ändert, aber der Fluss durch diese Stromschleife hat sich geändert, weil die flach gezogen wieder breit gezogen wurde. Das werden wir morgen genauer besprechen. Aber Sie haben damit jetzt den Effekt der Induktion kennengelernt. Vielen Dank. Thank you.